Hallo ihr Lieben, ich bin hier gerade nicht in meinem Büro, wie ihr seht, sondern wir sitzen bei mir in meiner Kaffeeecke und neben mir ist der Marvin. Den Marvin, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht kennen und der hat auch überhaupt nichts mit Ukulelen zu tun oder indirekt hat er was mit Ukulelen zu tun, denn Marvin ist Versicherungsmakler. Jetzt nicht, stopp, nicht ausschalten, denn wir haben uns durch Zufall kennengelernt, kann die Geschichte auch kurz erzählen, wir hatten einen Auftritt. Dann sind wir, wie es halt so ist, was essen gegangen. Mein Instrument war im Kofferraum. Wir gehen ins Restaurant und ich dachte, was ist denn jetzt eigentlich, wenn mein Auto aufgebrochen wird und meine Ukulele geklaut wird? Und dann sagte Badi, unser Bassist, hast du denn keine Instrumentenversicherung? Ich kenne da jemanden. Und da ist er, das ist nämlich der Marvin. Und der hat dann gesagt, super, für die Ukulele, da zaubere ich jetzt erstmal einen raus. Aber erstmal, hallo Marvin, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Und jetzt erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Ich meine, ich weiß, du hast nicht so viel mit Musik zu tun oder gar nicht mit Musik zu tun. Aber genau, ich bin seit 10 Jahren im Versicherungsgeschäft. Das heißt, also ich bin Kaufmann für Versicherung und Finanzen, habe das Ganze von der Pike auf gelernt und bin jetzt seit kurzer Zeit Versicherungsmakler. Das heißt, ich habe Zugriff auf alle Versicherungsgesellschaften und kann dahingehend immer das Günstigste entsprechend raussuchen. Und habe jetzt gerade im Instrumentenbereich die Mannheimer als Versicherungsgesellschaft im Hintergrund, als spezialisierte Versicherungsgesellschaft. Und dahingehend können wir auch Instrumente versichern, wir können Computer versichern, wir können Boxen versichern. Das heißt also auch das ganze Zubehör, was dazugehört. Und das im Bereich einer Allgefahrendeckung. Das heißt also, dass das Instrument oder das, was man versichern möchte, entsprechend komplett grundsätzlich in allen Gefahren versichert ist. Mhm. Es gibt keinen Ausschluss, bis auf Vorsatz, ne, logischerweise. Also wenn man jetzt auf der Bühne den hier macht. Genau, also wenn du jetzt vorsätzlich wirklich dein, das Objekt im Grunde, was du versichert hast, kaputt machst. Ansonsten hast du wirklich komplett alles versichert. Und dahingehend habe ich mich jetzt spezialisiert. Und die Mannheimer, wie gesagt, hat starken Partner dahinter. Mhm. Das heißt also sowohl im Auto, wenn es im Auto aufgebrochen wird, als auch im Hotel oder unterwegs in allen Ländern, sprich also auch weltweit entsprechend ist das Gerät versichert. Selbst wenn du jetzt, sag ich mal, einen Eigenschaden daran richtest. Also das heißt, ich laufe irgendwo, knallt irgendwo vor, genau, eine Macke drin. Genau, stolperst oder wie auch immer und das Instrument ist entsprechend beschädigt, dann ist das Ganze versichert. Und auch dann dahingehend die Leihgeräte. Das heißt, das heißt also, du kannst jetzt das Konzert nicht weiterführen, dahingehend, dass das Gerät beschädigt ist. Und dann würden wir auch das Leihgerät bezahlen. Mhm. Ja, genau. Wenn du das alte Gerät bitte reparieren lassen kannst, ist das Ganze auch versichert. Mhm. Natürlich kannst du dir auch ein neues kaufen. Du kannst dir auch aussuchen, ob nur der Zeitwert versichert sein soll oder der Neuwert. Das heißt, also wenn der Zeitwert gegebenenfalls geringer ist, kannst du dir dahingehend auch noch ein paar Beiträge sparen. Mhm. Ich wollte ganz kurz zu den Beiträgen auch was sagen. Gerne. Du liegst bei 3.000 Euro Preis, sag ich mal, des Gerätes bei circa nur 50 Euro Bruttobeitrag im Jahr. Also dahingehend ein super Beitrag, jetzt extra auch für die Ukulele dahingehend als Leistung. Du hast also auch die Möglichkeit, ein Gerät für 10.000 Euro beispielsweise zu versichern und liegst da auch nur bei 130 Euro an Jahresbeitrag. Bei einem Instrument? Bei einem Instrument, genau. Okay, aber wenn ich jetzt mehrere Instrumente habe und bin jetzt so bei 3.000 Euro, dann sind wir so bei ungefähr 50 Euro genau, im Jahr, wo genau, alles richtig, drin ist. Richtig. Das ist ja schon mal... Ja. Ne? Jetzt ist es natürlich so, dass viele Ukulisten UAS haben. Ich habe dir gerade schon erklärt, was das ist. Das heißt, ich habe jetzt, sagen wir mal, 10 Ukulelen und insgesamt einen Wert von bei diesen 3.000 Euro, weil die alle so um die 300 Euro liegen. Ja. Jetzt ist es aber mal so, man ist auf einem Festival oder man sieht irgendwo ein tolles neues Instrument. Das heißt, das kaufe ich verkaufe dann eins. Ich muss ja mich dann bei dir melden oder bei der Versicherung. Und das muss ja dann angegeben werden. Ne? Weil, also es ist nicht so ein Pauschalpreis, sondern man muss genau angeben, welches Instrument versichert genau, ist. Genau, das ist richtig. Mhm. Genau. So, das heißt, das macht man dann, da meldet man sich bei dir? Genau, richtig. Also ich stehe im Grunde zwischen dem, der sich versichert und der Versicherungsgesellschaft. Du kümmerst dich da als Versicherungsmakler, vollkommen richtig, also auch im Schadensfall entsprechend der Ansprechpartner und auch bei jeglichen Änderungen. Mhm. Ob es dann eine kurze E-Mail ist oder ein kurzer Anruf oder sogar eine WhatsApp-Nachricht,
Das könnt ihr euch auch so. Okay, alles klar. Und das kostet dann auch nichts, ne? Genau, ist völlig kostenlos, der Service. Also wenn ich jetzt jede Woche eine neue Ukulele kaufe und verkaufe, dann kriegst du zwar graue Haare, aber grundsätzlich kommen erstmal keine Kosten auf einen zu. Nein, um Gottes Willen. Als Fotograf habe ich ja eine Fotografenversicherung, ne? Und das war auch, ist natürlich, muss man haben, weil es kann ja auch mal was runterfallen, ne? Glas zerbricht nun mal halt auch relativ schnell oder es kann was geklaut werden oder so. Und sagen wir mal, die sind etwas preisintensiver, Versicherung. Das so. Also das für das kleine Geld, ich fand, gerade wenn man viel unterwegs ist auf Festivals oder was auch immer, man muss ja noch nicht mal als Profi unterwegs sein. Genau. Kann ja auch sein, dass man jetzt sagt, komm, ich nehme jetzt eine Ukulele mit in den Urlaub und fertig. Das heißt, ist das dann nur deutschlandweit oder ist das weltweit? Ist sogar weltweit. Das heißt also, selbst wenn jetzt im Hotelzimmer eingebrochen wird und die Ukulele gestohlen wird, ist es versichert. Ne? Aber auch Dinge wie Überschwemmungen oder Überspannungen oder ich sag mal, Unwetterschäden etc. sind auch versichert. Ah, okay. Ja, genau. Sprich, ich habe meine Ukulelen im Keller und Kanal läuft voll, ne? Überschwemmungen und so weiter. Genau. Auch mit drin. Genau. Oder lässt die Ukulele fallen, sag ich mal, ist irgendwie, ne, was gesprungen ist, ist auch versichert. Was wichtig wäre, ist, dass das Auto, wenn es im Auto gestohlen wird, vorher verschlossen wird. Das heißt also, das sollte schon zu sein. Ne? Oder das Hotelzimmer dann zumindest irgendwie dann abgeschlossen ist. Also nicht dann bitte die Türsperre mal auflassen. Ne? Genau, ist aber dahingehend alles versichert. Ne? Okay. 24 Stunden alle Fahrendeckung nennt sich das. Ah, okay. Das ist ja wirklich, das ist ja super. Ja, genau. So, und du kommst jetzt auch zur Ukulele. Genau, richtig. Ich freue mich drauf. Ja, wir uns auch. Und bin dann auch persönlicher Ansprechpartner dort und kann dort vor Ort auch individuelle Angebote berechnen und so fort. Ja. Und biete natürlich auch direkt Pauschalpreise an. Ja. Das heißt also, man kann sich dort den Versicherungsschutz schriftlich geben lassen, sag ich mal, hat dann eine Übersicht zu, welche Punkte versichert sind und auch Schadenbeispiele, die schon passiert sind und das ist auch gut. Genau. Ja, super. Ja. Also wir haben extra eine kleine Ecke eingerichtet für Marvin, der steht dann da Freitag, also Freitag spät Nachmittag, ne, der rennt auch schon, du rennst auch schon beim Konzert ein bisschen rum, aber da eher privat, also da lasst ihn noch in Ruhe, ja. Falls ihr ihn seht, ihr könnt vielleicht schon mal einen Termin machen dann. Ja. Aber Samstag, Sonntag stehst du auf jeden Fall da allen zur Verfügung. Genau. Vielleicht, wenn jemand mehrere Instrumente hat und würde das gerne machen wollen, wäre es vielleicht ganz gut, eine Auflistung schon mal vorzubereiten. Oder? Genau, richtig. Ansonsten habe ich natürlich auch die Möglichkeit, eigentlich von der Theorie her sogar deutschlandweit irgendwie einen Termin zu vereinbaren, entweder bei mir in Essen im Büro, ne, oder auch bei demjenigen zu Hause, dass man dann also auch privat darüber sprechen kann und das vielleicht nicht in einem Tubel direkt abschließen muss oder wie auch immer. Ja, vielleicht nicht mehr. Alternativ auch per E-Mail. Ja, ja. Genau. Obwohl es gibt ja auch Skype und FaceTime. Gibt's auch, genau. Oder Zoom, genau. Ja, gibt es ja ohne Ende Möglichkeiten. Genau. Ja, Mensch, super. Und das heißt, du hast ja jetzt ein schönes Paket geschnürt, dann auch extra für die Ukulele, genau. Ne, was natürlich auch super interessant ist. Und ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal erleichtert, wenn ich jetzt irgendwie durch die Gegend fahre mit meinem Instrumenten. Und seit ein paar Minuten dann. Und dann freue ich mich, dass du da bist. Ja. Und der Marvin, der verschenkt eine Versicherung zum Verlosen. Das ist schon mal so nebenbei. Genau. Die schmeißen wir in den Lostopf. Die schmeißen wir in den Lostopf. Genau. Finde ich auch super. Vielen lieben Dank. Gerne. Ich freue mich darauf, weil ich glaube, das ist echt für viele, viele interessant. Ja. Weil die, selbst wenn du jetzt nicht irgendwie Instrumente hast, die zigtausend Euro kosten, aber so ein paar hundert Euro sind da ja auch schon, da kann ja auch mal schnell was passieren. Ja, das wäre halt auch schade, ne? Ja. Wenn da irgendwie was ist. Klasse, vielen lieben Dank, Marvin. Ja, ich freue mich drauf und dann sage ich mal, bis zur Ukulele. Ne? Ja, bis dahin. Danke. Tschüss. Ciao.